Die Sonne brennt nach wie vor am Ballermann. Doch was ist jetzt Mitte, Ende Oktober tatsächlich los auf der deutschen Liebster Party und Strandmeile? Viel los? Wenig los? Oder doch nur mittellos? Es ist mittags um zwei, ja, hier gibt's schon schöne Getränke und so. Ja, hier ist der Ballermann wie immer, hier ist nicht mittellos, hier ist was los. Am Strand ist auf jeden Fall mehr los als sonst in den Oktobern, also da sieht man schon okay. So die ein oder anderen feiern. Für so einen Oktober ist da viel los? Geil, richtig geil. Ist dies Jahr viel los? Ja. Also für Oktober ist schon einiges los. Ist mehr los als sonst los? Ja, finde ich schon. Im Oktober auf jeden Fall. Viel los oder mittellos? Mittellos. Für Oktober viel? Für Oktober ist in Ordnung. Herbstferien? Ja? Ja, viel los. Und Sie haben viel zu trinken dabei. Viel los. Am Ballermann muss man immer viel zu trinken dabei haben. Ja, am Strand ist für Ende Oktober tatsächlich viel los. Das spüren auch die Restaurantbetreiber wie Michael Bohmann vom Deutschen Eck. Am 5., 10. fangen die meisten langsam an einzupacken. Ja. Aber dies Jahr ein bisschen länger? Ich denke auch, dass da jetzt noch ein bisschen länger was geht. Ja. Nicht viel, aber es geht was. Wenn man mal am Strand guckt, es kommen noch Leute an, die Rio-Hotels sind auch gut besucht, also die ganzen Hotels. Unter den afrikanischen Krimskrams-Verkäufern wird die aktuelle Touristenbesuchslage aber ganz verschieden eingeschätzt. Der eine verkauft mehr, der andere weniger. Wie läuft das Geschäft im Moment? Ja. Läuft gut? Ja, immer gut. Immer gut? Ja, immer gut, ja. Also Geschäft jetzt schlecht? Ja. Die Leute kaufen keine Brillen? Keine Brille. Okay. Aber keine viele Leute hier. Keine viele Leute? Keine viele Leute hier. Ah, alles klar. Ja, jetzt im Oktober tummeln sich am Strand vor allem Familien. Party-People, die sich mit crazy Billigbrillen zum Feiern eindecken, sind jetzt unter der Woche eher rar gesehen. Partyurlaub ist gerade Sense. Also zum Party machen würde ich gerade überall anders hinfahren, aber nicht nach Malle. Also, wer Party machen will im Oktober, nicht nach Malle. Nicht nach Malle. Ja, stimmt's. Abends ist nämlich wie bei meinem Besuch unter der Woche tote Hose in Schinkenstraße und Co. Wo im Hochsommer Tausende feiern, nix da, vieles zu. Abends ist mal hier ein einsames Würstchen. Tagsüber am Strand ist ordentlich was los, aber abends nicht hier. Trotzdem, es gibt noch Hoffnung für alle Malle-Hardcore-Fire-People. Was ist jetzt für dein Tipp für jemand, der jetzt immer richtig viel erleben will? Wann sollen die kommen? Freitag. Wochenenden, die werden immer voller. Ja. Unter der Woche wird es immer ein bisschen weniger, aber am Wochenende ist richtig gut was los. Freitag bis Sonntag? Ja, Freitag bis Sonntag oder Donnerstag bis Montag oder so. Ist geil. Na dann, Sachen gepackt und am Wochenende auf nach Malle. Juhu!